Das Spannende am Orgelbau ist, dass die Durchdringung von innerer Struktur und äußerer Erscheinung ein ganz maßgeblicher Teil unseres Arbeitens sind. Wir arbeiten in den schönsten Räumen der Welt, in den tollsten Kathedralen, in den fantastischen Konzertsälen, wie der Kölner Dom, wie die Twin Tower in Kuala Lumpur, wie in Singapur der neue Konzertsaal. Die größte Orgel, die wir gebaut haben, ist im Nationaltheater in Peking mit über 6.500 Pfeifen. Wir haben da über 30.000 Stunden dran gearbeitet. Die größte Pfeife hat so eine klingende Länge von über 10 Metern, eine Gesamtlänge von über 12 Metern. Und eine solche Pfeife wiegt mehr als 650 Kilogramm. Es hat von Anfang an für mich einen riesigen Reiz ausgemacht, dass man eben Orgel nicht nur mit den beiden Ohren, die wir ja seitlich haben, wahrnimmt, sondern dass es ganz viele Klänge gibt, die man eigentlich physisch fühlen kann. Diese tiefen, dunklen Frequenzen, wo man plötzlich so in so einem warmen Bad von Klang sitzt. Mein Urgroßvater hat die Werkstatt gegründet vor 130 Jahren. Seitdem ganz traditionell immer von Vater auf Sohn übertragen. Ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, dass es keine lebendige Tradition geben kann, die nicht gefüllt ist mit dem Wunsch, innovativ und visionär zu sein. Avantgarde ist nicht Erfindung. Avantgarde ist eigentlich etwas, was viel weiter geht. Die Erfahrungen der Geschichte dahingehend zu nutzen, daraus Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Die Elbphilharmonie ist ein Konzertsaalprojekt mitten in Hamburg. Sie ist ein Konzertsaal, der auf einem alten Speichergebäude mitten im Hafen von Hamburg als Spitze eines Stadtentwicklungsprojektes der sogenannten Hafen City entstehen wird. Das Elbphilharmonie-Projekt ist so spannend, weil die Architekten sich da die Aufgabe gestellt haben, nicht einen Konzertsaal mit einem klassischen Vorne-Hinten-Denken zu schaffen, sondern einen Konzertsaal, bei dem Musik im Mittelpunkt steht, und die Stadt Hamburg hat den Mut, ein solches Gebäude an die Spitze eines Stadtentwicklungsprojektes zu stellen, mitten in die Stadt hinein, als Landmark, was ganz bewusst ein Augenmerk auf Kultur richtet. Und es geht darum, eine Identifikation zu zeigen einer Stadt, der Stadt ein Gesicht zu geben. Und das Gebiet der Speicherstadt, das Gebiet des Hafenspeichers, hat immer eine sehr große Bedeutung für Hamburg gehabt. Und diese Rolle hat man dem Hafen genommen. Und es geht jetzt darum, sozusagen diesen Bereich der Stadt mit einem neuen Gesicht zu versehen. Und das auch noch verbindet mit dem Wunsch, dort öffentlichen Raum, für jeden zugänglichen Raum zu schaffen. Nicht etwas Exklusives, nicht etwas Abgeschottetes, sondern etwas, was für jeden Menschen zugänglich ist, was jedem Menschen zusätzlichen öffentlichen Raum in Hamburg schafft, in einem unendlich attraktiven Gebäude. Das finde ich so faszinierend. Das finde ich ist Elbphilharmonie.